Meine lieben Zuschauer, Freunde und Kunden vom Sondersender Nordrhein-Westfalen, dem Ultra HD Web TV. Es wurden sehr viele Fragen per E-Mail gestellt, die ich gerne jetzt visuell hier laufende Kamera erläutern möchte. Wir haben Sammelfiguren TV immer noch bei YouTube. Ultra HD Web TV gibt es auch noch. Sondersender Nordrhein-Westfalen gibt es auch. So, da jetzt Fragen gestellt wurden, werden die jetzt ganz schnell erklärt. Also wir haben es eingestellt, weil es lohnt nicht. Ich, sieht man ja, habe mein Alter und bin alt. Alle Schauspieler, die ab 50, 60, Stefan Raab 50 fast, Till Schweiger 50, macht auch nur noch Kadames, um überhaupt im Rampenlicht zu sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein YouTuber von heute, wir sind ja, also ich, heute sage ich mal ich im Ich-TV, ich sage als Jugendlicher, als Sohn eines Mega-Monster-Pixel-Herstellers aus England, der einen guten Freund hatte, Rob Hobart, C64, Musik etc. pp., Rob Robert hat sehr gute Programme gemacht. In der Zeit groß geworden. Also, ich spreche jetzt alle noch einmal an vor 1990 und nach 1945. Als Unternehmer hat man natürlich eine ganz andere Liga und man kommt aus einer ganz anderen Liga und es ist halt so. Jetzt, hier und heute, wenn man sich YouTube anschaut, also an dem Tag, wo wir gekommen waren, Uprom TV, Du bist TV, wo wir Web 2.0, Commerz 2.0, auf Deutsch in den 90er Jahren, in den 70er Jahren die Mega-Pixel-Väter, die uns das dann halt übertragen und wir denen ihre Ware ab 1990 an euch weitergetragen und ihr heute alle habt. Ja, dazu habe ich mal gehört und gehöre ich immer noch. Deswegen sage ich ja, meine lieben Kunden, meine Zuschauer und Freunde, wir leiden alle elektronischen Diabetes. Ja, ist doch so. Wir haben eine elektronische Diabetes. Das ist eine sogenannte neuartige Volkskrankheit, wie die Diabetes im Real. Wer zu viel Zuckerberg, wer zu viel Mark Zuckerberg und wer zu viel Facebook, leidet an einer sogenannten elektronischen Diabetes. Diese elektronische Diabetes ist eine Abhängigkeit. Ich mach mir wirklich Spaß dran. Wenn ich diese Faschisten, egal welchen Faschisten, jegliche Faschismusart nur ärgern kann, macht es mir Spaß. Vor allen Dingen die Rechtschreibfaschisten, die jeglicher Art, also vor allen Dingen die Rechtschreibfaschisten. Ihr müsst mal ganz viele Kommas, ein paar Sekunden warten, dann geht es schon los. Hast du den Kommasalzstreuer, ne? Hast du da den Kommasalzstreuer genutzt oder was? Ne? Die Grammatik, ich habe da Google-Übersetzer. Ach, wisst ihr, wenn ihr wüsstet, den Sinn im jeglichen Unsinn, weil jeder Mensch braucht an sich die Rechtschreibung auf eine Art ja gar nicht mehr, weil wirklich, wenn man sich wirklich hinsetzt, eine 1, ein C, eine 9, also eine 1, ein C, eine 9, würde das Gehirn das Ich lesen, wenn ihr versteht von, ach Mann, man weiß ja gar nicht mehr. Also ihr leidet alle an der sogenannten elektronischen Diabetes. Und für mich ist es richtig schwer, so mit 60 ein Videoclip zu machen, wenn man sieht, ein Jugendlicher, ein Kind verdient im Monat 30.000 Euro mit YouTube. Ja, ein Jugendlicher, ein Kind verdient 30.000 Euro mit so einem Videoclip bei YouTube. Ja. Unser Eins soll immer Geld mitbringen. Unser Eins soll auch Geld mitbringen bei Facebook. Um da die und so weiter. Wir sollen also immer Geld mitbringen. Ist das schön und gut, dass wir Unternehmer sind und dass ich der Chef des Unternehmens bin. Bin ich ja froh drum, um Klartext zu sprechen. Ich versuche immer ein bisschen humoristisch das Ganze zu machen. Auch die Texturen, die ich setze, versuche ich humoristisch zu setzen, zu machen. Aber so einfach ist es nicht. Also ich denke ja mehr an euch alle. Wenn es euch alle gut geht, geht es mir auch gut. Aber diesen Spaß, den wir uns damals gegönnt haben, als Uprom TV, als Umdu.de Community,
als soziales Netzwerk, auch mit ICQ und AOL, auch mit den Pixel-Monster-Vätern, die uns das alles da ermöglicht haben und wie es für die dann weiter in England, auch hier in Deutschland. Und wenn ich so dran denke, so an IBM, Siemens und so weiter, Fuji, Siemens, ja, wenn ich so drüber nachdenke, ist lange Zeit, ist es her. Die 70er Jahre bis zu den 90er Jahren war ja alles im Anfang. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil wir dann testen konnten. Wir konnten testen, wir konnten rumblödeln und so weiter. Wir wurden natürlich ein bisschen belächelt. Wir waren ja die Nerds. So, die Computer-Nerds. So, heute hat ja jeder diese Elektronik und deswegen sage ich, meine lieben Freunde, ihr leidet an der sogenannten elektronischen Diabetes. Die elektronische Diabetes, zu viel Zuckerberg, zu viel Facebook, ihr wisst schon, was ich meine, das ist natürlich humoristisch. Auch wenn ich die gesamten Faschisten dieser Welt jetzt hier, das meine ich humoristisch. Meine lieben Faschisten, ihr übertreibt es. Seid mir bitte nicht böse, aber wir leben in einer Zeit, wo wir jegliche Religion auf eine Art nicht mehr brauchen. Das ist jetzt mein, ne, auch Meinung, ist nur Meinung. Bleibt ruhig, macht, was ihr wollt, aber meiner Meinung brauchen wir diese Religion nicht. Ich bin sogar der Meinung, man sollte die Religion von heute auf einen sogenannten Prüfstand stellen, im Notfall sogar die Erkrankung des Geistes. Man sollte die Leute doch ein bisschen untersuchen, ob die Religion nicht ein bisschen überspringt, weil in Wirklichkeit ist alles Business, Big Business. Jugendliche machen mit YouTube 30.000 am Tag mit so einem Videoclip. Und viele können also, wie gesagt, da leben von und viele bauen sich und werden reich, multireich. Zuckerberg zum Beispiel ist sehr reich geworden mit dieser elektronischen Diabetes, die er uns da jeden Tag, so, Schrägstrich, Info, Hass, Hass, richtig Hass. I have a dream, 60er Jahre, Kuckucksklan, also auf Deutsch, da wo Zuckerberg herkommt. Mark Zuckerberg kommt aus den USA, ja, und erzählt uns was, weil er uns besucht hat. Da sind wir auch beim Kern. Die Bundesregierung, der Bundesrepublik Deutschland, also deutsche Bundesregierung, ist seit einem Jahr auch bei Facebook, leidet also auch an der sogenannten elektronischen Diabetes. Jetzt im Februar ist leider Peter Lustig verstorben mit 79. Der uns in den 70er, 80er die Pusteblume und danach den Löwenzahn uns sehr vieles erklärt hat, auf seine Art, mit seiner Latzhose und so weiter und so fort. Hat der ZDF jetzt am 28., also ja doch, 28. von 0.30 Uhr bis morgens früh um 9 Peter Lustig wiederholt, im Gedenken von Peter Lustig, Pusteblume und Löwenzahn, meine lieben Freunde. Ich als 60-Jähriger stehe nicht um 0.30 Uhr auf, um mir dann anzusehen bis morgens früh um 9 Uhr. Wer das von euch gemacht hat, weiß ich nicht. Könnt ihr ja unten drunter schreiben. Aber ich kann nur eins sagen, die elektronische Diabetes fällt mir auf. Das Angebliche da mit Hass, das Angebliche mit rechts, das Angebliche mit links. Ich sage angeblich, weil alles so ein bisschen gepusht wird. Weil die Realität sieht immer noch, Gott sei Dank, anders aus. Auch wenn wir real nicht mehr zusammensitzen, wenn wir uns real auch nicht mehr unterhalten. Auch ich muss jetzt hier vor dieser Kamera sitzen, fertig machen, veröffentlichen und drauf hoffen, einer schaut sich das an und erkennt sich selbst, erkennt die Situation und weiß, was elektronische Diabetes humoristisch bedeutet. So, ich habe versucht, Sammelfiguren TV. Einer war ehrlich zu mir und sagte, meine lieben Freunde, wenn ich euch jetzt die Figuren liefere, verkauft ihr ja mehr wie ich selbst. Was auf eine Art blöd ist, weil wir würden ja die Figuren bei ihm bestellen und dann hier verkaufen. Vor laufender Kamera. Dann kamen Schauspieler, die keiner kennt. Schauspieler, die wirklich der Meinung sind, ach ja, das Wort Künstler aller Sparten. Wir hatten Künstlertreff, wir hatten das Heimkino, ja, Heimkinoforum, ja. Ne? So, meine Schauspieler, mit denen ich groß geworden bin, das waren solche Leute. Uralt, jetzt, die gibt's schon gar nicht mehr. Löberig, Kinski, ne, er hier. Nur was für Leute, die noch Ahnung haben, vor 1990 geboren und nach 45, ja.
auch sie hier, na, das waren noch Zeiten. Ich kann tonnenweise weitermachen. So, das waren unsere Leute, also meine Leute, mit denen ich groß geworden bin. Und mit den ganzen Pixel-Monster-Freunden. Versionsoft, Kingsoft, London, Sega-House am Piccadilly. Ach, herrlich. So, mein lieben Freunde, ich bin ein alter Mann. Ich mache jetzt merkwürdige Videos. Mir vollkommen egal, wie viel sich die anschauen. Weil ich hänge nicht an dieser elektronischen Diabetes. Und ich habe das alles ein bisschen anders gesehen. YouTube als Spaß, UPROM TV als Spaß, du bist TV und du die Community als globales Netzwerk, Ning.com, auch ein soziales, nur ultra teuer. Wenn ich jetzt ein soziales Netzwerk aufmachen würde und hätte das große Pech, dass das wirklich gemocht würde, ich hätte 1 Million Follows oder nur 100.000 Follows, würde mir das sehr, sehr viel Geld kosten bei Ning.com. So, natürlich bei Facebook geht es nicht, da endet bei 5.000, muss man ja, ne, wisst ihr ja, endet ja alles bei 5.000, da kann man ja nichts aufbauen. Da hängt man wirklich an dieser elektronischen diabetischen Nadel da und macht damit. Feststellung, Psycho-Fake-Self-Journalismus macht sich da bereit. Der sogenannte Journalismus von Focus, Spiegel Online, das ist alles ein, alles die Welt, alles so ein bisschen merkwürdig. Gehören alle zu Bertelsmann. Bertelsmann hat uns aufgekauft, dann hat Sony Entertainment, dann Google. Heute gibt es nur noch Google, Facebook. Der Rest ist so gut wie weg. Sie sind zwar noch da, aber Clipfish macht für sich selbst, / RTL. My Video macht auch nur noch für sich selbst. Spielfilme gucken. Daily Motion, weiß ich gar nicht, ob es das noch gibt. Vivenco kostet richtig Geld, wenn man da was machen möchte. Also wenn man da, bei Vivenco kann man bezahlen, da kann man auch wunderbare Sachen parken. Aber da sind wir schon mal im Kern der Sache, man gibt ja Geld. Man bezahlt ja eine Menge. So, die Jugendlichen, die bei YouTube Filmchen machen, die verdienen richtig Geld. Am Tag richtig Schotter, im Monat 30.000 Euro für Game oder sonstige Sachen, unsere Pixelväter. In den 70er Jahren, die jetzt wirklich circa um die 90 sind, die reiben sich jetzt noch die Hände. Ja. Pokémon, da waren noch Zeiten, Tamagotchi. Also wir haben in den 90er Jahren bis 2005 haben wir Sachen umgesetzt. Wahnsinn, bis Sony dann mal wieder sagte, Sony, Nintendo, Sega und so weiter, die haben sich ja da wieder bekriegt und gegenseitig aufgekauft, bis die dann alles mal wieder geändert haben. Vorher war Flash, das war super, zack, zack, konnte man und so, jetzt ist HTML und morgen ist wieder was anderes. Der eine ist sauer, weil das WWW, World Wide Web, gibt es ja. Nee, das war viel zu früh, das hätte man nicht machen sollen. App, wir machen App. Kohle machen. Also nur noch Kohle machen, das ist ein Multimilliarden-Industriezweig geworden. Deswegen ist so ein Video totaler Quatsch. Deswegen als klar, nüchtern denkender Mensch, warum mache ich das eigentlich? Bringt der eh kein Geld? Und wenn es Geld bringt, muss ich mich so erniedrigen, muss mich so schräg verkleiden, damit ich auf die Linse komme. Ja? Eine 17-Jährige, die da einen auf Japanisch macht, aber eine Deutsche ist, ja? Die da die ganzen Main-Coup-Sachen mag, auch so rumläuft, die das jetzt hier in Deutschland versucht zu verbreiten und schon ist der Markt ja da, deswegen ist das Mädchen ja auch gewählt worden mit ihren 17, die uns jetzt hier bei den Quark-Mister mit Musik vertreten soll. Darum geht's. Es geht wirklich nur noch um Kohle. So, mir aber leider nicht. Ich bin ein Sozialeingestellter, ich ärgere gerne, ist klar, sonst würde ich solche Videos nicht machen. Weil dadurch fällt ja auf, wie alle so reagieren. Ich finde natürlich auch die Sendung toll. Die Anstalt oder diverse andere, die uns versuchen, das aufzuklären. Hier unten, diese arme Schicht, wir, die Mittelschicht, die nur noch nach unten kann, nicht nach oben. Wisst ihr, an alle, ihr müsst euch auf eine Art, also an alle, wir brauchen keine Politiker mehr und wir brauchen keine Religion mehr. Religion und Politik brauchen wir nicht mehr. Was wir brauchen ist Freundschaft mit den Multi- super Reichen. Wenn wir mit denen befreundet wären, mit den super Multireichen, würde es uns, vor allen Dingen die immer Volk schreien, da, wir sind das Volk, hätten wir viel mehr Spaß. Wir hätten viel mehr Spaß, weil die Leute haben Geld,
wir könnten unsere Ideen mit denen abstimmen, damit die noch mehr Geld kriegen, aber wir hätten auch unser Geld. Also wir hatten, also vor 1990, nach 45, waren wir hatten wir mit diesen reichen Menschen zu tun. Diese reichen Menschen haben uns was gegeben, haben uns was abgegeben. Wir konnten mit denen arbeiten. Auch wir hatten unser Geld, 10% vom, ne? 10% von 1 Million war schon nicht gerade wenig. Ja, da hatte man im Monat richtig Schotter. Wollte ich mal klarstellen. So heute natürlich nicht. Heute noch niemals gönnen sie dir 1 Euro. So sieht's aus. Keiner schreit. Keiner meckert. Herr Deichmann fragt sich schon, und das ist ein Schuhhersteller, komisch. Keiner rächt sich auf wegen Hartz IV. Ja, wir stutzen nur. Also, die elektronische Diabetes, die wir uns, auf denen wir rumreiten, wir stechen uns jeden Tag die elektronische Nadel. Wir sollten wirklich drüber nachdenken. Religion hinterfragen, Politiker hinterfragen. Wir sollten uns neue Freunde suchen. Wir sollten uns ganz neue Freunde suchen. Die super mega reichen. Die sollten wir uns als Freunde doch mal eichen. Ja. Es war eine schöne Zeit mit Nintendo, Sega, Virginsoft, Kingsoft. Auch wenn man die privat getroffen, sich mit denen unterhalten, das war eine schöne Zeit. Vor 1990, nach 45. Nach 90 fing der Ärger an. Und nach 2002 haben wir so viel Ärger, dass wir gar keine Lust mehr haben, also wir jedenfalls, wir haben gar keine Lust mehr, irgendwas mit dem Wort Elektronik, weder Fernsehen anzumachen, weder selber zu produzieren, weder bei Facebook, weder. Wir tun es natürlich schon, aber wir ärgern uns trotzdem. Wir werden alt, wir werden grau und wir werden schlau. Ja, wir werden schlau, weil wenn man diese elektronische Diabetes sich anschaut, ja, wenn man sich die Bundesregierung anschaut, wenn man sich die Politiker anschaut, wie die sich da bekämpfen und wenn man sich diese Talkrunden ansieht, die richtig auch da Geld reinwerfen. Und wenn man sieht, dass der ZDF Peter Lustig da nachts zeigt, von 0.30 Uhr bis morgens früh um 9 Uhr, was ist das für eine Ehre? Also ich hätte mich tierisch gefreut, wenn man Peter Lustig ab 7 Uhr morgens oder ab 10 Uhr morgens, von mir aus auch ab 12 Uhr mittags, bis abends hätte gezeigt für die gesamte Familie. Endlich mal wieder für die gesamte Familie. Dann hätte man den Kindern hier, das war Peter Lustig hat uns das beigebracht. Peter Lustig hatte sein Alter, er war gestanden, hatte seine Latzhose, seinen Bauwagen. So, hätte man den, so um 0.30 Uhr bis morgens 9 Uhr, kann sein, meine Tochter hat bis 2 Uhr, habe ich gerade von der Regierung meiner Frau gehört, hat bis 2 Uhr da war wieder gezockt. Soll sie machen, ist in Ordnung, solange die Schule, okay, habe ich nichts dagegen. Aber ich bin nun mal Filmemacher, wir sind nun mal eine Firma, wir sind nun mal elektronisch nicht verseucht, wir arbeiten damit. Aber mittlerweile sind ja alle elektronisch verseucht, alle leiden unter dieser elektronischen Diabetes. Ja? Und alle Heilmittel gegen Diabetes, diese schleichende Krankheit, dieses gibt's ja so nicht. Also meine lieben Zuschauer, meine lieben Kunden vor allen Dingen, Kunden, die auch diese Videoclips hier sehen und mich dann hier hin und wieder begrüßen. Ah, du hast ja mal wieder... Ja, ich weiß wirklich nicht. Ich habe wirklich versucht, tolle Sachen zu machen. Aber wenn da so merkwürdige Schauspieler kommen, wo man fragt, was soll das sein? Ja? Und die ganzen Kollegen von Tatort Essen damals, Hansi-Jürgen Felmi etc., leben ja alle gar nicht mehr oder sind so alt, 70, 80. Oder der Intendant, ja, Frederik Pleitken, ist jetzt auch um die 70, sogar 77 oder sogar 8 oder 79. Hallo, wir haben die Kulturhauptstadt 2010 gemacht, ja. Ach, ja, die Zeit ist vorbei. Okay, sie ist vorbei. Keiner von denen hier wird hier nochmal jemals auftauchen. Keiner wird wissen, wer das überhaupt war, den ich jetzt hier hochgehalten habe. Ja? Einer der Besten hier, auch seine Stimme werde ich nie vergessen, ist Uwe Hasse. Ja, ja doch, Uwe Hasse. Also, es waren so Sachen. Ich meine, wenn viele das ausgraben, ja, oder E-Team, ja,
Also, das waren Schauspieler. Das waren Zeiten. Ja. Also, wer die nicht. Also, einige leben. Nee, keiner lebt mehr. Hiervon lebt, glaube ich, keiner mehr. So, mein Nachbar war Heinz Drache. Ja, Heinz Drache. Seine Schwester hatte hier vorne neben meinem Geschäft ihr Geschäft. Gibt's auch nicht mehr. Die ganze Straße, wo wir alle waren, gibt's auch nicht mehr. So, wenn man darüber spricht, das hat nichts mit Hass zu tun. Das war national. Also national gebunden, weil wenn ich schon in ein fremdes Kaufhaus gehen würde, würde ich gehen, wenn es ein Kaufhaus wäre. Die meisten steht drauf e.V., ob dann Räucherbude, Wettbude oder sonst wie. Ich verstehe ja gar kein Wort. Was soll ich denn da? Ich stehe dort, verstehe kein Wort und da ist auch nichts. Da wird ja auch nichts angeboten. Da stehen nur Stühle, ein Tisch und das war's dann. Ich weiß gar nicht, wie diese alle ihre Miete bezahlen. Ich weiß das gar nicht. Aber es soll mir auch egal sein. Darum geht's ja nicht. Also hier zum Beispiel gibt es keinen einzigen Hasser. Kein. Ist nicht. Hier ist 100% neutral. 100% sind alle. Hier haben schon malaysische Superstars gestanden. DJ Valdez aus Malaysia. Hier haben Schauspieler gestanden, die kein Mensch kennt. Hier war schon die gesamte Truppe von, die habe ich auch schon wieder vergessen, aber ne, Stromberg, genau. Die ganze, also 10 Jahre mit Stromberg was zu tun. So, jetzt 2016 ist ja ziemlich ruhig. Ne? So, da gab es so diese YouTube-Stars, gegen die kommen wir nicht an, ich schon mal gar nicht. Und deswegen habe ich alles eingestellt. Das wollte ich mal klarstellen, weil einige so sauer waren. So, Figuren, also die mir Figuren liefern, so wie da oben, die Soldaten da, oder Panzer oder hier Star Wars. Also Star Wars ist in Ordnung, aber die Star Wars nach 2015, diese Figuren sind schlecht. Die Figuren Star Wars von 79 bis jetzt, vor kurzem, waren in Ordnung. Aber naja, ist auch so eine Sache mit Star Wars. Also Figuren anbieten, gibt es reichlich Ärger. Weil Konsum, Konsum, Konsum. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht, eine tolle Sache hochzufahren. Es lohnt sich einfach nicht. Es, nee. Ja, ich suche mir jetzt Jugendliche, ich suche mir irgendwelche Tiere, die Mist machen, Spaß machen. Keine Ahnung, ich werde den größten Schrott aller Zeiten suchen. Es wird keiner wissen, dass ich bin. Werde den größten Schrott aller Zeiten filmen, machen und tun. 30 Millionen, 35 Millionen, keine Ahnung, gucken es. Gucken. Es sind mal eben so 30.000 im Monat, die man da locker verdienen kann. Wisst ihr, wenn man so eine Grundeinstellung kriegt, ja, ich suche mir einen Bekloppten, der so bekloppt ist, dass die ganze Welt applaudiert. Ja, ist mir doch egal. Der Bekloppte kriegt Geld, ich krieg Geld. Holy, nee, so ein Typ bin ich nicht, werde ich auch nicht sein. Also ich stelle das auf eine Art ein, ich denke mir sicherlich was aus und wenn ich wirklich gut drauf bin, werde ich sicherlich auch wieder Videoclips machen. Die anderen 8.000 habe ich alle gelöscht, weil waren alt. Wenn man über 30 Jahre dabei ist, ja, und wenn man weit, also vor 90 und nach 47, ja, 45 sogar, also 45 Jahre in dieser elektronischen Geschichte des Aufbauens, des Herstellens, des Nehmens, ja, Ping-Pong gespielt, ja, Ping-Pong, C64, Amiga, Atari, den ersten Pentium, ach meine Güte, ich komme wieder ins Schwärmen. Ich drifte schon wieder ab. Aber es hat so viel Spaß gemacht mit diesen Leuten. Ja? Schauspieler. Ja? Ja. Nur für die Leute. Vor 90, ja, 45. Wisst ihr noch, wer. Ach Mann, ey. Leute, macht euren Käse. Verdient eure Kohle. Aber denkt dran, ihr seid alle elektronisch verseucht. Ihr lebt alle in der elektronischen Diabetes. Ihr passt auf, weil was macht ihr, wenn der Strom für eine sehr lange Zeit aus ist? Richtig aus ist. Meine lieben Freunde, was ist dann? Denkt dran, die Neandertaler sind ausgestorben, weil Vulkane und die in dem falschen Moment da nicht mehr raus konnten. Deswegen sind die Neandertaler verstorben. Und die anderen, die jetzt wir darstellen, waren auf der anderen Seite, haben überlebt. Oh, wenn ihr versteht, denkt mal drüber nach. Also wenn die westliche Welt, die elektronische westliche Welt aus...